Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von AGA. Jawohl. Im Moment wieder mit einem wunderschönen kotzgrünen Bällchen. Das sieht aus wie das, was meine Katze manchmal ausspuckt, wenn sie zu viele Haare gefressen hat. Wobei, zum Glück sieht es nicht ganz so grün aus, sonst würde ich vermutlich mit ihr mal zum Tierarzt gehen müssen. Aber okay, alles ist in Ordnung. Wir sind ja hier nicht da, um über sowas zu reden. Nicht wahr? Das ist nicht besonders schmackhaft und generell auch irgendwie nicht so appetitlich. Deswegen reden wir mal lieber wieder über AGA. Und ich sollte aufhören, so schnell zu reden, denn ansonsten verhaspel ich mich hier die ganze Zeit. Erstmal wieder Punkte essen. Gustav Genital. Ach ja, schön, dass wir mit dem Niveau so weit oben bleiben, wie ich es angefangen habe. Das finde ich übrigens immer sehr praktisch. Wenn ich das Niveau sehr tief anfange der Folge, dann hält sich das auch immer sehr weit unten. Das ist übrigens praktisch. Oder Zauberei. Da habe ich so eine Skill Group für quasi. Sehr praktisch. Dollarzeichen Adam Noob. Da vorne am Rumfliegen. Die USSR verfolgt uns gerade so ein bisschen. Ich mache mal hier diese wunderschöne Zickzack-Taktik. Alakabar, ist das richtig ausgesprochen? Jawohl. Team Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Steht da vorne gerade rum. Oder beziehungsweise bewegt sich da vorne gerade rum. Und die USSR will uns aber auch echt gerne umarmen. Oder umschließen, würde ich sagen. Malware ist gerade verdammt groß geworden. Ach du Scheiße. Wir werden zugespammt. Und Nephis hat uns gerade aufgefressen. Aber davon lassen wir uns jetzt natürlich ein bisschen weniger beeindrucken. Wir geben natürlich weiter Gas. Denn ansonsten würde ich jetzt hier so eine Minute 30 Folge hochladen. Und das ist, nein. Dann würde ich mich zwar freuen, dass der Upload wenigstens mal halbwegs schnell funktionieren würde, aber das ist irgendwie nicht das, was die Hauptsache ist. Wow. Ja, das war jetzt ein bisschen fail. Also irgendwie wird das schon wieder so eine Fail-Folge, oder? Gerade eben lief es besser. Ich hätte das gerade eben einfach mal Just for Fun gespielt, aber nicht aufgenommen. Das war, glaube ich, das lief irgendwie deutlich besser. Da hatte ich irgendwie so 30 Minuten am Stück gespielt. Und das nehme ich natürlich wieder nicht auf. Das ist wieder logisch. Four More Tits wurde gerade gefressen. I give up. Bitte tu das auch. Bitte feed me mit W. Dann hast du aufgegeben. Dann hast du dein Lebensziel in diesem Spiel erreicht. Das freut mich. Moon da vorne. Germany da vorne. Und Dodge da drunter. Sehr angenehm. Diese Beschreibung von Ort. Diese Ortsbeschreibung, die ich immer liefere, ne? Da vorne, da drunter, links, oben, rechts, unten. Wir verstecken uns jetzt erstmal so ein bisschen hier drunter. Redfish wollte da vorne wohl ein bisschen sich uns nähern, aber hat es zum Glück gelassen. Starling, komm, Redfish, den schnappen wir uns. Jawohl, danke fürs Teamwork. Hat sogar funktioniert. Die USSR schon wieder. Husch, hau ab. Ich habe doch keinen Bock, jetzt hier schon wieder gefressen zu werden. Ist ja furchtbar. Und was ist da drunter? Hey ho. Hey ho, das erinnert mich irgendwie an Weihnachten, aber irgendwie ist auch nicht gerade Weihnachten, oder? Hab ich was verschlafen? Bitte nicht. Das wäre ein echtes Problem. Eigentlich sollte es jetzt so langsam Sommer werden, aber im Moment, wenn ich so nach draußen gucke, ist es absolutes Piep-Wetter. Also ernsthaft, es regnet, es scheint die Sonne, es ist eigentlich April und dabei haben wir fast schon Juni. Also naja, weniger amüsant, als man es eigentlich gewohnt ist vom Ende Mai. Ah ja, was soll's. Hoffentlich wird's in Düsseldorf besser. Das macht zwar eigentlich quasi Location-ähnlich keinen großen Unterschied, aber irgendwie habe ich mal das Gefühl, in Düsseldorf ist die Sonne öfter als in Köln. Frag mich nicht warum, aber das ist halt tatsächlich so. Auf Platz 10 ist im Moment jemand namens Niger. Das spielt natürlich nicht für irgendeine Beleidigung, die falsch geschrieben ist, absichtlich falsch geschrieben ist, denke ich mal, sondern es steht einfach nur dafür, niemals gar. Also wenn ein Fisch niemals gar ist, sagt man natürlich auch nie gar. Ne? So, das haben wir schon mal geklärt. Nicht, dass hier Verwechslungsgefahr aufkommt. Der Kerl möchte natürlich nicht irgendwie trollen oder sonst was oder fand den Namen besonders witzig, sondern der hat natürlich nur heute nicht gut gekocht. Das passiert schon mal. Dyla wird jetzt so gerade von Dodge gefressen, wenn es schief kommt. Stanin fliegt da vorne rum. Wow, der nicht gare Fisch ist gerade schon auf Platz 8. Ah, jetzt wieder auf Platz 9. Naja, Saturn fliegt da vorne rum. Sehr schön. Es fehlt irgendwie noch Mediamarkt, es fehlt noch Euronix, es fehlt noch was weiß ich nicht was. Smoke, Hashtag, Kampel. Ist das richtig? Ich sehe das nicht, das ist so klein. Das ist so klein und oh, Dyla hat sich gerade gesplittet, dadurch hat das hier so ein bisschen geleckt und das war von Dyla jetzt ein ziemliches Problem, beziehungsweise ein ziemlicher Fehler, denn dadurch konnten wir ihn jetzt dazu mal zum Teil aufessen. Ist ja auch schon mal was. Links ganz viele kleine Punkte, ich verfolge aber lieber nochmal Dyla. Vielleicht bringt es ja was. Yakako von oben versucht uns den wegzusnacken, hat aber nicht ganz geklappt. Jetzt ist er natürlich ein bisschen deutlich schneller als wir. Wer ist das? Keine Ahnung, konnte ich nicht mehr lesen. War schon wieder zu schnell. Und ich wundere mich gerade die ganze Zeit, dass auf dem rechten Bildschirm die Audiospur so klein ist, obwohl ich hier eigentlich voll rumschreie. Ah, wie auch immer.
Im Moment können wir uns erstmal wieder verbinden, damit sind wir natürlich erstmal weg von Dodge, der uns so ein bisschen verfolgt hat, aber auch gleichzeitig erstmal wieder ein größeres Angriffsziel, weil wir bringen halt auch mehr, wenn man uns auffrisst. Naja, passiert schon mal. Passiert. Ja. Smile, wir könnten Smile essen. Vollbremsung und hoch, sehr gut. Heute Abend bin ich übrigens schon wieder am Weg weg. Das ist im Moment heute 15 Uhr. Da bin ich erstmal wieder am Weg, dass ich heute Abend um, was weiß ich, 20 Uhr oder um 19 Uhr, muss ich mal gucken. Warte mal. Oh, nein! Ach, fuck. Mist. Dass ich heute Abend um 19 Uhr auf jeden Fall erstmal wieder nach Düsseldorf komme. Deswegen werde ich mal gucken, wie ich hier was hochlade und wann hochlade. Es wird auf jeden Fall jeden Tag eine Folge kommen. Ob jeden Tag zwei Folgen kommen, wird sich dann zeigen. Ich danke erstmal fürs Zuschauen, für diese klitzekleine Runde AGA. Die werden auch wieder länger, wenn ich mal endlich Zeit habe. Aber gut. Vielleicht finde ich ja mal irgendwann eine Zeit lang, so eine halbe Stunde so ein Video zu machen. Dann gibt es das auch eine halbe Stunde lang. Auf jeden Fall muss ich jetzt gleich erstmal noch schneiden und noch mehr schneiden, denn ich habe ganz ein bisschen was im Voraus aufgenommen, damit die Woche auch was kommt, logischerweise. Vom Prison Architect über CSGO, was auch endlich mal wieder kommen könnte. Ist ja lange her, ne? Und ansonsten, ja, natürlich jetzt hier AGA, dass diese Folge, AGA ist das, was ich übrigens jeden Tag aufnehme und nicht vorproduziere. Und bevor die Endcard jetzt hier 100 Jahre lang alt wird und ich hier nicht alles gesagt kriege, ich danke fürs Zuschauen und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.